Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Ich habe den ersten Karton schon mal geöffnet. Weil da steht schon BenQ drauf. Ist das wieder eine Zusammenarbeit mit BenQ? Und da sind zwei Sachen drin. Freue ich mich auch schon mega drauf. Da haben wir einmal für die E-Reader-Lampe. Das ist die, die ich an meinem Schreibtisch habe. Die beste Schreibtischlampe der Welt, sage ich euch so, wie es ist. Ein Standfuß. Also da ist ja ein Standfuß mit bei, aber das ist so eine Klemme für einen Tisch. Da kannst du es am Tisch festmachen. Ich wollte eigentlich auch so ein Adapterstück gibt es nochmal mit einem Standfuß und einer Verlängerung. Dann kann man die als Standlampe benutzen für die Couch. Oder hier könnte ich den halt praktisch hier herstellen und dann praktisch als zusätzlichen Scheinwerfer benutzen oder so. Weil die BenQ macht ein wunderbares Licht. Die ist wirklich, also richtig, richtig geil. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das hier ausgepackt kriege. So, ich glaube, da machen wir mal lieber ein Vor-Unboxing und ein Unboxing. Weil mich viele halt gefragt haben, erstmal wegen der großen BenQ. Weil ich habe ja auch die Monitorleuchten und sowas alles. Und viele haben halt gefragt, wegen dieser Halterung. Ob die stabil ist, wie die ist und so. Und ob ich die mal testen kann oder ob ich die habe und so. Ich konnte bis jetzt dazu leider noch nichts sagen. Jetzt kann ich was dazu sagen. Ich werde die auch maximal 6 cm geht die auseinander. Da muss ich mal gut messen, ob das bei meiner Arbeitsplatte noch passt. Da wird es dann auch nochmal ein separates Video zu geben. Und wie gesagt, da gibt es auch noch einen anderen Adapter für die BenQ Vid, also für die große, für die E-Reader. Da hast du praktisch einen Standfuß und dann so ein Stück Fuß. Und da kannst du dann halt die Lampe oben raufsetzen. Und dann ist die wie so eine Stehlampe. Wenn du jetzt zum Beispiel an der Couch hinmachen willst oder an deinem Lesestuhl. Und dann kannst du da halt das Licht so machen. Also die macht wirklich ein hervorragendes Licht. Die Helligkeit kannst du einstellen, was andere Lampen ja auch können. Du kannst aber auch die Lichtqualität einstellen. Zwischen dem Weiß und dem Gelb kannst du regeln. Du kannst rein Weiß, rein Gelb oder halt so die Mitte oder mehr Gelb mit ein bisschen Weiß. Bist du komplett frei. Richtig geil. Wirklich. Und durch diese gebogene Form. Ich habe die ja an meinem Schreibtisch. Ich hab euch da ein paar Videos gemacht. Ich werde auch später, wenn wir hierzu Videos machen und ich dann noch was zu sage, werde ich nochmal meinen Schreibtisch zeigen. Oder kann man das von hier aus vielleicht sehen? Praktisch hier. Also das kleine schmale Blaue. Ich werde es mal im Video ranzoomen oder so. Das ist die BenQ. So. Da, das ist er. Ich habe es halt etwas höher gemacht bei mir. Dadurch, weil das seht ihr jetzt halt schlecht. Ich muss noch mal ein Stück. Hier ist ja die Cam, die Webcam. Und hier ist ja dann auch die Cam, mit der ich gerade aufnehme. Und die ist ja so groß. Also, ja, da muss das ja drüber sein, sonst hat man das dann die ganze Zeit. Wenn ich Hangout mache oder so hier oben drinne. Deswegen habe ich die was höher gemacht. Aber das ist kein Problem. Die kann man schön höher hoch einstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Die geht praktisch unter dem Mikrofonarm lang. Die berühren sich auch nicht. Und dann ist die da. Und die macht mir genau da, wo ich mein Licht brauche. Ich habe die auf der Seite hinten ein bisschen, hier habe ich es ein bisschen höher gemacht, weil ich die Ecke da hinten auch ein bisschen beleuchtet haben möchte. Und die macht mir meine Tastatur, meine Maus. Die strahlt halt nicht auf den Bildschirm. Und dass der Bildschirm dann irgendwie
überlichtet ist oder so. Gar nicht. Überhaupt nicht. Richtig toll. Ich liebe die. Und da kamen dann halt Fragen wegen den, und den Standfuß habe ich halt nicht gekriegt, halt nur das. Und dann kamen viele Fragen, ja, ist die kleinere, die etwas preisgünstiger ist, ist die denn für den Schreibtisch, ist die denn genauso gut, ist die genauso empfehlenswert? Weiß ich nicht. Ich denke schon, aber selber sagen kann ich es nicht. Hab sie ja nicht. Jetzt haben wir sie. Da werden wir auch ein Unboxing zu machen. Und die kriegt dann meine Tochter nämlich auf den Schreibtisch. Und dann kann die, ja mal ein bisschen, kann die mir ein bisschen was sagen, wenn die Hausaufgaben macht. Ich werde mich da dann auch mal ein paar Mal ransetzen und testen. Weil wirklich, das ist, sie kostet wirklich ein bisschen was mehr, aber wenn ihr euren Kindern was Gutes tun wollt oder euch, euren Augen, holt euch eine BenQ-Schreibtischlampe. Es wirklich, ich hatte so, so viele Lampen vorher. Und ich kann wirklich nur sagen, ich hatte bis jetzt keine bessere gehabt. Ich hatte vorher keine bessere, jetzt keine bessere. Also es geht nichts über die Witt. Durch die Bogene. Dadurch, dass du die Qualität des Lichts auswählen kannst. Es strahlt dir nicht in die Augen. Es strahlt wirklich nur dahin, wo es hin soll. Es ist wirklich super geil. Super geil. Aber egal. Ich schweife ab. So, die werden wir dann auch noch auspacken. Da bin ich dann immer überlegen, wie wir das am besten auspacken werden. Weil mein Ding noch weiter höher ist halt schlecht. Mal müssen wir mal gucken. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, ich bin dann jetzt erstmal weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen oder ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr zu Fragen zu BenQ Witt, zum kleinen, zum großen Modell habt, jetzt habe ich die kleine, ja, einfach in die Kommentare posten. Ich werde mir Bestmögliches tun, euch die Fragen zu beantworten. Wir sehen uns. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.